Hallo zusammen, heute mal ein neues Video von mir und diesmal in ungewohnter Manier und zwar über ein Spiel, was jetzt im September bei Steam erscheinen soll. Es nennt sich Ember Gate. Man sieht es hier auch. Ich war erst ein bisschen gehypt, als ich das Spiel gesehen habe und habe gedacht, na, das könnte ja doch was ganz cool werden. Es wird von den Leuten publiziert, die Runes of Magic gemacht haben. Insel Games, glaube ich, nennen die sich. Also eigentlich auch ein ganz guter Publisher. Und habe versucht, da mehr Informationen zu dem Spiel rauszubekommen. Was so an sich jetzt nicht schlecht aussieht und so ein bisschen zumindest den Übergang für mich darstellen könnte zu Lineage Eternal oder Ark. Vom Game-Style her, nämlich eine Mischung zwischen Diablo und einem MMO. Stellte sich dann raus, dass es tatsächlich, obwohl es hier als Early Access beschrieben wird und so weiter, im asiatischen Raum schon etwas länger gibt. Und man es da eigentlich auch free to play ist und man es da spielen kann. Es gibt da auch, warte, ich ziehe mal das Fenster ein bisschen. Es gibt da auch einen Cash-Shop und letztendlich wollen die Entwickler bei uns dieses Spiel als Early Access verkaufen, obwohl es da schon released ist und ein Pay-to-Play-System einführen, was dennoch ein Ingame-Shop hat. Und zwar der Qualität, dass man Kostüme und so weiter kaufen kann. Das ist allein, ich fühlte mich schon so allein dadurch betrogen, dass man es so irgendwie getan hatte, als wäre dieses Spiel auf seiner eigenen Programmierweise entstanden oder würden sie es selber programmieren, was aber gar nicht der Fall ist. Denn dieses Spiel wird einfach in Asien schon publiziert, es ist Free to Play, es gibt richtige Cash-Shop-Elemente, die man von Free to Play-Elementen kennt. Sieht jetzt auch nicht so pornös aus, ist tatsächlich auch schon etwas länger, nennt sich da Ember Gate. Also wenn ihr selber gucken wollt, könnt ihr es schauen. Und ich rate jedem, der überlegt, 20, 30 oder sogar 60 Euro auszugeben bei Steam, wartet erstmal ab. Ganz ehrlich, wartet ab. Denn es wird bei uns so sein, dass von den sechs Klassen fünf erstmal nur spielbar sind und auch von den, ich glaube, fünf Akten oder vier Akten erstmal nur zwei released werden. Welche aber eigentlich schon effektiv existieren. Und man irgendwie, ich habe so das Gefühl, nicht, dass die Entwickler hier versuchen, irgendwas Tolles zu machen, sondern dass man uns so versucht, den Eindruck zu erwecken, wir produzieren dran, wir ändern was dran. Kann tatsächlich sein, ich will jetzt nichts sagen, aber ich finde, dass diese Machenschaften schon sehr bedenklich. Und ich rate jedem Augen auf beim Kauf. Wartet ein bisschen ab, bevor ihr dieses Spiel kauft. Ich weiß, ich habe es bei mir auf der Wishlist und ich follow es auch. Aber ich werde tatsächlich erstmal gucken. Besonders auch, wie sich der Ingame-Shop tatsächlich verhalten wird. Denn es gibt tatsächlich dann solche Sachen wie Kostüme, Pets, die dann Autoloot-Funktionen haben, ein Res. Und man weiß nicht, ob die Sachen dann dementsprechend Pay-to-Win werden oder nicht. Zwar sagen die Entwickler, ja, es gibt dann, man kann sich diese Cash-Shop-Items oder Währung auch in-game durch Archive und so freischalten. Ja, wissen wir. Kennen wir von anderen Games und diese Games sind alle irgendwie unheimlich nicht erfolgreich. Schauen wir mal. Ich wollte euch nur so ein bisschen warnen, weil ich sehr viele YouTuber und Streamer sehe, die hypen dieses Spiel im Moment. Was aber total falsch ist, weil niemand von diesen, ich könnte jetzt drei Links geben von amerikanischen Großen, verweisen darauf hin, dass dieses Spiel schon längst released ist, und zwar in China oder in der Taiwan-Version, ich weiß es jetzt gerade nicht, unter dem Namen Ember Gate. Also, bisschen achten, ne? Das soll es auch schon gewesen sein. Ich weiß gar nicht, worunter welche Funktion ich das jetzt machen soll. Warnung, Global Warnung, Achtung, hier könnte was ganz Böses erscheinen. Es kann auch was Cooles werden, ich weiß es nicht. So, die Videos sehen jetzt erstmal nicht so berauschend aus, muss ich gestehen. Es sieht schon besser aus von den Animationen als Path of Exile, wo mir die Animationen und das Kampfsystem einfach überhaupt nicht gefallen, obwohl das Spiel super ist. Aber es ist jetzt auch keine Augenweide, was Animationen und Spielmechaniken angeht. Deshalb mal gucken. So gesehen, eine kleine Warnung bzw. Vorsicht. Vielleicht wird es ja toll und diese Warnung ist unnötig. Und wenn es dann doch nicht so toll wird, umso besser, dass wir vorher uns informiert haben. Hier sieht man zum Beispiel auch, dass man bei den Asiaten sozusagen sich mehr Kisten kaufen kann, um den Loot danach zu bestimmen.
Das heißt, es gibt, wenn ihr den Dungeon cleart, gibt es immer eine Kiste und wenn man Cash-Shop-Währung hat, kann man sich eine zweite oder sogar eine dritte noch kaufen. Und je nachdem, welche Kiste ihr erwischt, erwischt ihr direkt den besten Loot oder ihr müsst euch den besten Loot freischalten über Echtgeldwährung. Genauso hier sieht man das auch sehr gut. Es gibt eine Inventarplatzerweiterung über Echtgeld. Und das alles, obwohl man sich das Spiel kaufen soll. Also, bis dahin, ciao, ciao und Augen auf.